So, und willkommen zurück wieder bei Let's Play Devil May Cry 4. Ich habe jetzt mal kurz Probe gehört im vorigen Part bezüglich Mikrofoneinstellungen. Dürfte ganz gut laufen, dürfte ganz okay sein von der Qualität her und auch vom Ton selbst her, und vom Schnaufen dürfte es auch nicht so extrem sein. Ja, da würde ich fast sagen, machen wir weiter durch die große Tür zu einem Ladevorgang und in das ruinierte Tal. Und ab geht die Post. Ich glaube, das Viech, das hat Hunger. Ups. Könnte jetzt hier auch ein paar. Uah. Ich schätze mal, das wird nicht wirklich. Okay. Kann es ein bisschen abhalten, aber. Wirklich viel bringen tut's nicht, sag ich mal. So, durch die nächste Tür. Die vergessenen Ruinen. Das ist wieder was für uns. So, und noch eine Kombo dazu. Und das war's gewesen. Ein neues Fragment von einer blauen Kugel. Ich sag immer blauer Orb, weil das beim ersten Teil so geheißen hat. Na komm halt hoch. Dann stirb. Nein. Na? Du vergiss es. Warum sieht er den da hinten an? Ich will doch den da haben. Nein, du kriegst mich nicht. Das hat zum Glück nicht so lange gehalten. So. Was machen wir mit ihm? Na, schlag doch um dich. Ah. Hoppa. Na komm her. Wie gesagt, mit dem Exit arbeite ich sehr wenig bis gar nicht. Ich bin nicht der größte Fan davon. So, und hier geht's dann schon weiter zum nächsten großen Yamato. Oh, wir haben zu wenig Seelen. Aber Objekte. Nehmen sich gerne wieder die Kugel mit. 3 von 5 haben wir jetzt, 2 können wir uns noch kaufen. Und weiter geht's zu der Waldlichtung. Man sieht das nächste Höllentor. Es war dann der nächste Boss, das mache ich jetzt aber nicht im nächsten Part, sondern mache das mal schnell nebenbei in dem Part. Mal schauen, was bei schnell nebenbei bleibt. Ich halte mir eben die Klappe. Thank you.
is more than enough. Your insignificant insults have no effect on me, though I will tear your body to shreds! Wir werden gleich sehen, was sie wird. Nämlich gar nichts. Upsa. So, komm, jetzt noch. Jawohl, noch erwischt. Kommst her. Upsa. Na komm wieder zurück. Du Schweinebacke. Wie man merkt, der Himmel wird auch immer dunkler. So kleine Feinheiten, wo man eigentlich gar nicht so richtig drauf achten kann. Für Teufel. So, na komm her. Du Schweinebacke. Ah! Schade, von aufzählen. So. Na komm. Du wiederholst dich. Und hinauf. Und nochmal ins Face. Nein, 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 nein. Autsch. Das war nicht die feine Englische. Und weg. Das war zu spät. Zeigt ihre wahre Stärke. Ui. Überwerfen findet sie noch wieder ein paar Messern. So. Na, das war jetzt ein bisschen zu früh. Aber schaut für uns, würde ich mal sagen, nicht so verkehrt aus. Ach komm, jetzt bleib doch mal. Komische. So. Das ist doch eigentlich ganz gut gelaufen. Decent fight. Didn't your mom ever tell you not to litter? Die Sephirot-Frucht, einer von Echidnas Samen. Diese Frucht ihres Schoßes birgt die Kraft, die dämonische Pflanzen verbindet. So, wir haben da, wollte ich gerade sagen, ein Musterbeispiel. 4000 Orbs. Sehr schön. Da sind die Pflanzen weg. Und
Das war es von dem Level. Oh, neuer Rekord S. Sehr, sehr fein, gefällt mir. Alles klar, dann würde ich fast sagen, bis zum nächsten Part. Dieser Part ist ein bisschen kürzer, aber ich möchte es nicht in den nächsten reinschneiden, da dann der nächste wieder über eine halbe Stunde bekommt. Und ich möchte so um die zwischen, ich sag mal, 10 und 17 Minuten circa pro Part. Ist, glaube ich, ganz okay. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.